Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich Leben. Ja, nach einer längeren Winterpause bin ich wieder da. Der Frühling kommt so langsam, naja, aber sicher. Heute ist nicht das beste Wetter, definitiv nicht gut, wenn man Pflanzen sammeln möchte, die man später noch verwenden möchte, also sprich trocknen will und als Tee verwenden möchte oder Kräutersalze. Also wenn es feucht und ja eher so regnerisches Wetter ist, dann sollte man solche Pflanzen nicht sammeln. Aber ich bin mit euch trotzdem eine Runde gelaufen, denn so langsam, aber sicher fängt es auch hier in der Eifel an, ein bisschen was zu wachsen. Ja, wir sind ein bisschen später hier in der Eifel. Ich weiß nicht, ich kenne halt die Kölner Pflanzenwelt noch am Rhein und da ist alles schon ordentlich am Herauskommen und am Blühen und es kommt überall, wird es grün, hier fängt es gerade an. Deshalb werde ich mit euch eine kleine Runde machen. Ich werde euch heute fünf ja, Pflanzen vorstellen mit ihren Heileigenschaften und vor allen Dingen, dass sie einfach essbar sind, damit ihr wisst, was ihr da draußen essen könnt und was nicht. Und vor allen Dingen, wenn ihr was Medizinisches für euch machen wollt. Also volksheilkundlich, selbstverantwortlich mit eurer Gesundheit umgehen wollt, dann ist dieses Video auch definitiv informativ für euch. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und ich hoffe, es ist eine Bereicherung für euer Wissen. Und ja, ansonsten schreibt mir auch was in die Kommentare. Ich freue mich immer total und gebt mir einen Daumen hoch und natürlich abonniert meinen Kanal. Das freut mich total. Viel Spaß, ihr Leute. Bis dann. Ja, dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Pflanze hier an. Ich weiß nicht, ich denke, so einige sollten es wiedererkennen müssen. Ja, weil sowas ist auch bei uns in der Küche. Das ist der wilde Lauch. Ja, der wilde Lauch, den erkennt man ganz gut, dass er erstmal hohl ist. Ich rupfe hier mal eins raus für euch. Ja, das ist einmal hohl, der Stiel. Und vor allen Dingen, wenn man das mal so reibt und mal dran riecht, dann riecht man halt den unverkennbaren Geruch von Zwiebeln, von Lauch. Ja, und der wächst hier ganz gerne mal, wie man sehen kann. Gerne so auf, ja, wie soll ich sagen, Fettwiesen eher, also wo viel Stickstoff ist und viele Nährstoffe sind, das mag der ganz gerne. Hier zum Beispiel ist auch so ein bisschen so eine Hundebank, wie man sehen kann, da sind auch die Hunde. Und dementsprechend wird hier auch gerne gedüngt. Ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt hier mitnehmen wollen, weil ich weiß einfach, dass meine Hunde unglaublich gerne da rangehen und da mal ihr Pipi ablassen. Aber es gibt viele Stellen hier, wo das wächst und besonders auch in Köln am Rhein. Ja, einem Rheinufer wächst unglaublich viel Lauch. Nur mal so für die Kölner oder für die Rhein. Lebenden Menschen, am Rhein lebenden Menschen. Da könnt ihr mal gucken gehen. Wenn ihr da so strohhalmmäßiges Gras findet, ja, dann nehmt euch mal ein Stück und riecht mal dran. Und wenn das dann nach Lauch und Zwiebeln riecht, dann wisst ihr Bescheid, das ist der wilde Lauch. Ja, und den kann man hervorragend in der Küche verwenden, als Würze, als Gewürz. Aber der Lauch hat natürlich auch Heileigenschaften, vor allen Dingen seine ätherischen Öle sind schleimlösend und bei Erkältung für den Hals einfach gut, hat viele Schleimstoffe. Und ja, ist auch ein bisschen antibakteriell. Ne? Es sind sehr starke ätherische Öle drin. Und ja, es hilft halt hervorragend bei Halsschmerzen und Husten und zum Schleimlösen. Und kann man sehr gut in den Hustensaft mit reinmischen. Und da haben wir schon den nächsten Kandidaten. Ah, schaut mal hier. Na, an was erinnert euch das? Ein bisschen an den Bärlauch, oder? Das ist eigentlich die Verwechslungsgefahr in den Städten mit dem Bärlauch, weil das ist der Ahornstab. Der Ahornstab ist sehr giftig, den sollte man absolut nicht essen. Sieht aber dem Bärlauch ein bisschen ähnlich, aber wo man ganz klare Unterschiede machen kann. Zum Beispiel habe ich hier einen Freund gefunden, weil der Ahornstab macht auch gerne mal so Flecken auf den Blättern. Ja, dann erkennt man ihn direkt, dann weiß man Bescheid. Wenn er das aber nicht macht, sieht er dem Bärlauch einfach wahnsinnig ähnlich. Ja, und da ist es wirklich, da muss man einfach mal dran gehen, ja, mal fühlen, vielleicht ein Stück abmachen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich es weiß. Und mal dran riechen, weil der Bärlauch, na, muss ich euch nicht sagen, riecht ja wohl mehr als eindeutig, na, nach Knoblauch.
Und da weiß man genau sofort, was es ist. Ja, und ihr lieben Großstädter, wenn ihr jetzt in die Wälder geht, um die Bärlauch, wie soll ich sagen, Standorte leer zu räumen, ja, guckt dreimal hin. Ne? Guckt dreimal hin, weil jetzt kommt halt auch der Ahornstab raus und der ist nicht zu erkennen gerade, weil noch dieser Stab einfach fehlt, ja, der besagte. Das werde ich euch später zeigen, wenn es soweit ist, wie er dann später entwickelt aussieht. Ja, also aufpassen, vorher mal dran riechen, mal fühlen, mal gucken und nicht schmecken unbedingt, ja, sondern wirklich nach dem Geruch auch gehen und dann könnt ihr euch sicher sein. Und eins will ich noch dazu sagen, gerade so in Köln-Umgebung habe ich leider immer wieder feststellen müssen, dass die lieben Leute ja die Bärlauchfelder einfach leer räumen und macht das nicht. Ja, dann könnt ihr nächstes Jahr nicht wiederkommen. Also wenn ihr etwas sammelt aus der Natur, sammelt immer nur so viel, wie ihr für euch braucht. Ja, und vor allen Dingen lasst immer was zurück, damit ihr wiederkommen könnt. Das sind Hotspots, ja, die ihr einfach jedes Jahr verwenden könnt. Und wenn ihr da einfach alles leer rupft, ja, wie die Wilden, dann ist der Zug abgefahren und dann habt ihr keinen Hotspot mehr. Also ich würde euch schwerstens ans Herz legen, ja, mit mehr Gefühl und mehr Voraussicht, ja, solche Sachen zu ernten. Weil ja, ich habe halt immer wieder festgestellt, manche Felder wurden einfach radikal leergeräumt und dann war es vorbei. Da war der Hotspot einfach weg. Ja, und dann gab es da keinen Bärlauch mehr, weil jemand einfach, ja, der Meinung war, ganz gierig, sich da alles mitnehmen zu wollen. Macht das nicht, ihr lieben Leute. Das ist echt schade, sowas. Und der nächste kleine Schatz, den ich hier gefunden habe. Und zwar möchte ich euch mal was zeigen. Das Vorstadium der Knoblauchsrauke. Sie bildet im ersten, also die Knoblauchsrauke ist eine zweijährige Pflanze und im ersten Jahr bildet sie eigentlich nur so Rosetten, ja, mit so, ja, huflattig aussehenden Blättern. Also eigentlich gar nicht so richtig typisch, wie die Blätter aussehen von der Knoblauchsrauke. Später im Jahr werde ich euch die typischen Blätter zeigen, wenn die was größer ist. Und vor allen Dingen könnt ihr sie natürlich einfach daran erkennen, ja, wie auch schon beim Bärlauch mit dem Ahornstab, ja, dass sie halt einfach nach Knoblauch riecht. Ja, also wenn ihr euch so ein Stück abmacht und da mal dran riecht, dann könnt ihr euch sicher sein, das ist die Knoblauchsrauke, auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen untypisch aussieht in diesem Jahr, beziehungsweise noch so klein und babyhaft ist und noch nicht die Blattform hat, die sie dann bekommen wird. Die ist dann eher so ein bisschen herzförmig. Aber das werde ich euch später im Jahr dann auch zeigen. Ja, und auch sie gehört definitiv zu den Heilern. Ja, sie ist auch ebenfalls antiseptisch ein bisschen, antibakteriell. Die ätherischen Öle helfen bei Erkältungen, ein bisschen Schleim zu lösen. Und ja, und vor allen Dingen ist sie auch reinigend. Bitte auch nicht in der Frühjahrsgrünen Suppe fehlen oder in der Frühjahrskur fehlen als, ja, Entgiftungspflanze. Ja, um den Mechanismus wieder in die Gänge zu kriegen nach dem Winter. So, ihr Lieben, nachdem ich euch jetzt ewig lang erklärt habe, womit man den Bärlauch verwechseln kann und womit nicht, hätte ich euch vielleicht auch noch sagen sollen, wie der Bärlauch denn wirklich aussieht. Hier in der Eifel habe ich leider keine Spots, also in Köln wüsste ich jetzt viele, aber ich habe in meinem Garten einen kleinen Spot. Da ist auch die Knoblauchsrauke, im nächsten Stadium übrigens. Aha. Da seht ihr auch nochmal die Blätter, dass die sich verändern und eher herzförmig werden. Also die wird schon groß dieses Jahr. Die anderen waren ja noch so hufförmig. Aber wir kommen zurück zum Bärlauch. Da ist er. Da ist der Bärlauch. Also, wie ihr sehen könnt, der Bärlauch. Die Blätter sind auch nochmal anders jetzt als von dem Ahornstab. Ja. Hat unten nicht diese Zacken, ja, also er ist halt wirklich so glatt. Das ist dann vielleicht schon noch verwechselbar hier, da haben wir nochmal das Maiglöckchen, dass die Blätter auch so glatt sind, aber die Blätter vom Maiglöckchen sind wesentlich heller, wie ihr sehen könnt, viel schmaler und es hängen halt die Glöckchen dran, Leute, ne? Also es hängen Glöckchen dran. Glöckchen nein, Blättchen ja und spätestens, wenn ihr da mal so ein Stück abmacht, ah, ich habe hier einen super Spot. Ah, da werde ich mir ein leckeres Pesto. Ja, Bärlauch. Bärlauch in der Küche. Fantastisch. Bärlauch
ist auch wegen seinen ätherischen Ölen auch wieder blutreinigend, antiseptisch, super natürlich im Frühling, wieder ein Frühlingskraut fürs ja, für die Entgiftung, also total geeignet. Und ja, jetzt, wenn man mal so ein Blatt abmacht und mal dran riecht, das riecht also unverkennbar. Bärlauch riecht unverkennbar nach Knoblauch, schmeckt auch unverkennbar nach Knoblauch. Und ja, ist meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich mit dem Maiglöckchen. Ich halte es mal daneben. So, da, also, ne, ist jetzt nicht so sehr ähnlich, dass man das jetzt überall reinschreiben müsste. Vorsicht, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Aber gut, wenn man es nicht weiß, könnte es passieren. Jetzt wisst ihr es besser. Und ja, wie gesagt, mit dem Ahornstab schon eher zu verwechseln. Der ist aber auch eigentlich unverkennbar. Und spätestens, wenn ihr mal dran reibt, mal in die Hand nimmt, ja, ist ganz weich und ganz so gummerig. Ja, wie so ein Gummi fühlt sich das an. Ja, und spätestens, wenn ihr dran riecht, dann wisst ihr Bescheid. Also Bärlauch, ja, dass ihr wisst, nicht verwechseln mit dem Ahornstab, nicht verwechseln mit dem Maiglöckchen. Und vor allen Dingen, macht die Felder nicht leer. Lasst was übrig, auch für die anderen. Ja, seid nicht so kleine Egomanen. Auch andere mögen Bärlauch. Und vor allen Dingen, der Bärlauch mag sich selber auch sehr gerne und würde gerne weiter existieren. Also lasst was stehen, ja, nehmt ein bisschen mit, macht was Leckeres draus und lasst den Rest halt stehen. Dann macht ihr es richtig. Und das gilt übrigens für jede Pflanze. Und vielleicht noch zu erwähnen, wenn ihr irgendwo ein Pflänzchen seht, was einzeln steht, der Huflattich zum Beispiel, der wächst gerne mal so alleine irgendwo. Ich habe den auch schon gefunden, ein Pflänzchen stehen lassen. Leute, stehen lassen. Geht nächstes Jahr nochmal hin. Dann stehen vielleicht zwei dort. Ja, und dann könnt ihr euch vielleicht eins mitnehmen. Aber ja, also ne, wenn irgendwo was rar aussieht oder halt wenig da ist, ja, nicht mitnehmen. Ne? Also seid da ein bisschen vorausschauender und denkt dran, ja, ihr seid nicht die Einzigen auf der Welt. Ja. Es gibt auch noch andere und die Pflanze hat auch eine Daseinsberechtigung. Also dementsprechend handelt auch so. So, der Bärlauch. Ja, hier ist mein Spot. Ist noch nicht viel. Noch nicht viel, aber ein bisschen. Da kommt's überall. Ja, das gibt ein schönes Pesto, wenn es soweit ist. Aber jetzt ist noch so wenig. Ich will hier noch gar nicht rupfen. Ja, ihr Lieben, das wollte ich euch noch zeigen, damit ihr auch einfach mal sehen könnt, wie der Bärlauch aussieht und nicht nur, wie er nicht aussieht. Sehr informativ, oder? Ja, und da haben wir schon den nächsten. Das ist ein kleiner Liebling, ja, absoluter Liebling von mir, die Brennnessel. Die kommt jetzt überall langsam aus dem Boden, ganz klein und unscheinbar. Ist sie aber nicht. Sie ist gar nicht unscheinbar. Die Brennnessel wurde dieses Jahr 2022 zur Pflanze des Jahres gekürt, Heilpflanze des Jahres, nicht umsonst. Also die Brennnessel hat seit echt faustdick hinter den Ohren. Mal davon abgesehen, dass sie voll ist mit Mineralien und Vitaminen, auch einen hohen Vitamin-C-Anteil hat. Da ist einfach wahnsinnig viel Eisen drin, also der Spinat kann da echt einpacken. Und sie ist halt unverkennbar, ne? Also wirklich für jeden Anfänger die absolute, ja, wie soll ich sagen, Einstiegsheilpflanze oder Einstiegswildpflanze zum Essen, die man nehmen kann. Weil, also roh kann man sie essen, da würde ich aber aufpassen und ordentlich mit einem Nudelholz drüber walgen vorher, damit die Brennnesseln, also die Nesseln abbrechen, damit es dann nicht im Mund zu einer Explosion kommt. aber man kann sie halt auch wunderbar einfach verkochen. Ja? Also vor allen Dingen, ich habe jetzt gelernt, dass man sie auch sogar Süßspeisen daraus machen kann. Also wir haben einen Brennnesselkuchen gegessen. Und gemacht und gegessen und ich muss euch sagen, also fantastisch, ja, fantastisch. Sobald ich das Rezept habe, werde ich es nachmachen und euch dann auch zeigen. Also die Brennnessel kann man wirklich überall verwenden. Ja, im Herbst kommen dann auch die Samen noch dazu, die auch so voll mit Mineralien sind und Vitaminen, die einem wirklich als Kräutersalz das geben, was man braucht im Winter, um ja die Sachen zu bekommen, die einem dann fehlen, wenn man keine frischen Wildpflanzen mehr findet. Und jetzt im Frühling ist halt volle Power. Volle Power, die kleinen süßen Mäuse hier. Ja, also. Und wenn ihr Brennnesseln, ich zeige euch das mal, ernten wollt, ja, dann schaut halt, dass ihr unten drunter packt.
Ja, und dann beherzt zugreifen. So. Und dann tut es auch gar nicht so weh. Die Brennhaare sind nämlich hier unten drunter. Ja, ich zeige euch das mal. Da, so. Sind unten drunter und am Rand von den Blättern. Und ja, dementsprechend, wenn ihr da und am Stiel auch, also aufpassen, aber wenn ihr feste zugreift, dann tut sie euch gar nichts. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, ja, für manche klingt das wieder ein bisschen huiuiui, aber es ist so, wenn ihr es gut meint, also wenn ihr sie wirklich auch mögt und ja, es gut meint und sie auch dementsprechend verwendet und behandelt, dann sticht sie eh irgendwie weniger. Also die Erfahrung habe ich leider, also habe ich einfach machen dürfen. Ja, dass sie dann gar nicht mehr so garstig zu einem ist. Ja, also ja, die gute Brennnessel kommt überall jetzt raus und tut sie in eure Entgiftungstees jetzt nach dem Winter, ja, die Frühjahrskur, da muss die Brennnessel rein, ja, sie ist halt auch entwässernd und blutreinigend und ja, gehört zu jeder Frühjahrskur dazu, um ja, den Winter von sich wieder abzustreifen und frisch ins neue Jahr zu starten. Die gute Brennnessel. So, dann haben wir einen üblichen Verdächtigen. Ja, wer kennt ihn nicht? Der Löwenzahn. Der Löwenzahn ist jetzt, fängt jetzt an, überall rauszuschießen. Ah, der ist auch eine kleine Pionierpflanze. Also er wächst auch wirklich gerne dort, wo die anderen noch Schwierigkeiten haben. Man kennt es vielleicht noch aus der Sendung früher mit dem Löwenzahn, der durch den Beton durchbricht, ja, und sich da irgendwie nichts in den Weg kommen lassen lässt. Ja, er ist eine wirklich starke Heilpflanze auf jeglicher Ebene. Man kann, also er muss auch definitiv in jede Frühjahrskur mit rein. Und es gibt, ja, man kann hier einfach die Blätter nehmen und Tee daraus machen. Jetzt sind die jungen Blätter, die süßen kleinen hier, noch nicht so bitter. Die haben noch nicht so viel Bitterstoffe angelegt. Also noch gut, auch als Salat zu essen, im Wildsalat mit reinzumachen. Und ansonsten gibt es auch eine Entgiftungskur damit, was ich lernen durfte, und zwar mit den Stängeln. Ja, mit den Stängeln und der Blüte. Man fängt mit einem Stängel an, dann geht man hoch bis, also jeden Tag immer ein Stängel mehr. Ja, also ein Stängel mit Blüte essen, so mit Saft pur. Und geht dann hoch auf 10 und dann wieder runter. Nee, 15 und dann wieder runter, genau, einen Monat geht's. Ja, und damit kann man seinen Körper dann wirklich ordentlich entgiften, die Galle auch in und die Leber ja, in Wallung bringen, weil auch die Bitterstoffe, es sind ein paar, also es sind Bitterstoffe drin, aber jetzt, wie gesagt, ein bisschen weniger als später, halt einfach den ganzen Metabolismus in die Gänge bringen. Ja, und ja, eine fantastische, überall wachsende und sehr menschenliebende Heilpflanze, die echt zu empfehlen ist und eigentlich in keinem Wildkräutersalat fehlen sollte und vor allen Dingen in keinem Tee, ja, in keinem Tee. Es entwässert, ja, es entwässert den Körper. Es ist blutreinigend, sagt man in der Volksheilkunde. Ja, es ist einfach ein Saubermacher. Ne? Er hat auch den Spitznamen Bettpisser bekommen früher mal. Weil er einfach so mega entwässernd ist und wo die Leute sich dann hin und wieder mal ins Bettchen gemacht haben, nachdem sie so einen Tee getrunken haben. Ja, also vielleicht dann nicht abends trinken. Ansonsten, ja, super Pflanze, super Heilpflanze und schmeckt auch lecker. Hat im Frühling süß, also Fructose eingelagert und schmeckt dann auch süßlich im ersten Augenblick. Und ja, ich mag den Löwenzahn einfach. Einfach aus Prinzip schon. Ja, ich meine, wer ist nicht mit dem Löwenzahn groß geworden, oder? Ja, und vor allen Dingen auch die Blüten, die kann man immer schön nutzen zum Dekorieren, dass man, ja, egal was man sich an Wildkräutergerichten macht, dass das Auge auch mitessen kann. Und da sind die Blüten vom Löwenzahn natürlich absolute Favorites. Ja, wunderschön, oder? Schaut euch das an. Fantastisch. Ja, ist übrigens ein Korbblütler, ja, ein Korbblütler. Und ja, ist einfach eine wunderschöne, ja, überall wachsende und eigentlich unscheinbare große Heilerin, ja, wirklich große Heilerin. Der gute Löwenzahn. So, ihr Lieben, da haben wir auch schon den nächsten Superkandidaten. Und zwar meinen geliebten Girsch. Ja, Sie könnt ihn sehen. Der Girsch, der ist immer ganz gut zu erkennen am 333.
Also, er hat hier die drei Blätter. Er ist ein gefiederter Doldenblütler. Und der hat hier vorne einmal drei, hier nochmal drei und hier nochmal drei Blätter. Und was er ganz gerne macht, oh, Kamera scharf, macht er nicht gerne. Er verwechselt sich gerne. Und zwar bei den äußeren drei Blättern, da zieht ein kleines Blättchen immer gerne mit dem anderen zusammen. Und daran kann man ihn eigentlich immer, finde ich zumindest, ja, halt ohne Probleme erkennen. Das ist ein wirklich gutes Erkennungsmerkmal. Und vor allen Dingen, wenn man da sich noch nicht ganz sicher ist, jetzt sieht er noch sehr klein und unscheinbar aus. Spätestens, wenn man mal ein Stückchen abmacht und mal dran schmeckt, dann wird man merken, das mache ich jetzt mal, dass er nach eine Mischung aus Petersilie und Möhre schmeckt. Super. Und der ist halt einfach genial, der Gewürz. Also erstmal in der Küche zum Würzen. Ich meine, Petersilie und Möhre spricht für sich, ne? So ein Gewürz zu haben, kann man als Gewürzsalz benutzen, getrocknet zum Beispiel. Oder einfach so in Gerichte mit reinschnibbeln. Also total genial. Schmeckt halt einfach super. Ich habe sogar gelernt, dass man aus dem Gewürz auch süße Gerichte machen kann. Auch daraus haben wir einen Kuchen gebacken. Genial, einfach nur genial. Auch dazu werde ich euch das Rezept dann noch geben, sobald ich es habe. Ja, und ansonsten ist der Gewürz halt einfach auch eine super Heilpflanze. Also er darf auf gar keinen Fall im Frühlingssalat beziehungsweise in der Frühlingssuppe fehlen, also in der Frühlingskur zum Entgiften. Denn der Giersch ist halt einfach mega der Entgifter. Ja, und der hängt im Hals. Er ist halt einfach mega der Entgifter. Soll Blut, also volksheilkundlich soll er blutreinigend wirken und entwässernd, sehr entwässernd. Er soll bei Gicht helfen, ja, so Arthrose, bei Gelenkskrankheiten, wenn die Gelenke zuschlacken sozusagen. Dann soll er auch ganz gut, soll er dabei sehr gut unterstützend helfen, den Körper zu entgiften, ja, auf dass die Gelenke dann auch wieder frei sind und schmerzfreier werden. Ja, der Giersch ist also wirklich eine wunderbare Küchen- wie auch Heilpflanze und fängt jetzt gerade an, ja, Babylein, überall rauszuschießen. Er wächst gerne Wasser, in Wassernähe, ja, Wasser, hier haben wir Wasser, weil da wächst er wahnsinnig gerne, also er mag gerne nährstoffreiche Böden, also Fettböden, Fettwiesen, sowas, eher ein bisschen schattig, jetzt scheint hier ein bisschen die Sonne, aber hier ist eigentlich eher so, ja, so am Wegesrand, eigentlich eher so schattig bis sonnig, ja, das mag er ganz gerne und vor allen Dingen halt einfach feucht und nährstoffreich. Ja, da haben wir den guten Giersch. Der darf auf keinen Fall fehlen. Hier nochmal der Giersch, damit ihr einfach mal sehen könnt. Der Giersch, also wenn ihr euch den in den Garten holt, dann girscht das sehr. Der macht nämlich gerne einfach so Wiesen. Ja, also der verbreitet sich ohne Ende. Und wie ihr sehen könnt, schattig, ja, so, ne, auch sonnig, aber eher so im Schatten, nah beim Wasser. Und ja, und wenn ihr den einmal in den Garten holt, dann ja, dann seid ihr begirscht, weil der vermehrt sich halt sehr, sehr zügig, schnell und gerne und nimmt halt auch gerne dann den Platz ein von den anderen Pflanzen. Also ja, ich sammle ihn gerne draußen. Ich habe einen kleinen Spot zu Hause, wo er eingezäunt ist. Da darf er sich dann verbreiten, aber ansonsten ja, ist er halt sehr, sehr einnehmend und sehr kraftvoll in seinem Wachstum. Dementsprechend, ja, achtet da ein bisschen drauf, falls ihr euch den nach Hause holen wollt. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Kandidaten. Und da habe ich jetzt was gefunden, was ganz fein ist, weil hier fängt er eigentlich gerade erst an zu blühen. Das ist das gute Scharboxkraut. Man erkennt es am besten eigentlich dann an der Blüte, ja, wenn es soweit ist. Aber wenn er einmal blüht, ist leider das Problem, dass man ihn dann eigentlich nicht mehr essen sollte. Ja, also wenn da schon die gelben Blüten überall dran sind, dann hat er schon ein paar Giftstoffe eingelagert, die nicht so gut sind für unseren menschlichen, ja, für unseren Metabolismus und oder menschlichen Stoffwechsel. Dementsprechend sollte man dann, wenn er geblüht hat, ihn nicht mehr holen, nicht mehr ernten. Aber jetzt ist es noch ganz früh. Ich bin ja auch in der Eifel. Ich habe ein bisschen mehr Zeit als zum Beispiel die Kölner. Und
Ich darf ihn noch essen, ich darf ihn pflücken, ich darf ihn essen. Er ist eigentlich so einer der ersten, die aus dem Boden schießen im Frühling. Und die Blätter sind einfach also lecker. Ja, haben was Süßliches, einen leicht bitteren Abgang. Also ganz genial. Und vor allen Dingen darf er auch in keiner Frühlingssuppe und in keiner Frühlingskur fehlen. Er ist halt einfach so ein kleiner erste Schießer, der halt Vollgas gibt und mit voller Power in den Frühling startet. Und vor allen Dingen, was ganz cool ist, der Schaboxkraut, der macht nämlich was ganz Besonderes. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich wühle da jetzt mal ein bisschen dran rum. Und zwar, das Schaboxkraut macht gerne, und das hat man früher nach dem Krieg wohl tatsächlich auch geerntet, weil da einfach viel Energie drin steckt. Ist es aber sehr mühselig. Also ihr werdet jetzt sehen, ich werde jetzt mal hier ein bisschen wühlen. An den Wurzeln bildet nämlich das Schaboxkraut so kleine Kartoffelchen. Moment, ich finde euch was. Ah. Manchmal liegen sie auch oben drauf. Ah, da ist eine. Schaut mal. So, eine kleine Kartoffel. Ja, sie seht, die ist winzig. Ja, aber diese Kartoffel ist halt voller Energie. Wo ist sie? Da. Voller Energie. Und die wurden wohl früher im Frühling gerne auch geerntet, einfach so als erste Starter, Energiestarter fürs Jahr. Ja, weil es halt einer der ersten Pflanzen auch ist im Frühling, der halt aus dem Boden schießt und den Menschen dann wieder Vitamine geben konnte. Und aus diesen Kartoffelchen hat man dann früher wohl auch mehr gemacht. Ich für meinen Teil würde es jetzt nicht unbedingt machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und wir sind ja noch nicht so weit, dass es nötig ist. Dementsprechend, ja, es ist halt wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel Arbeit, aber schmeckt lecker. Die Kartoffelchen schmecken also wirklich nach kleinen Kartoffelchen, haben so einen süßen Geschmack und ja, sind halt voller Energie, voller Stärke und auch Vitamine, Mineralien, die der Körper braucht, um halt im Frühling loszulegen. Ach, und schaut mal, hier ist auch der Giersch dazwischen. Ja, der Giersch, der ist eine sehr einnehmende, süße, kleine Pflanze. Jetzt noch süß, bald riesig und dann ist hier alles voll und dann kann man eigentlich nur noch Giersch essen hier. Ich freue mich drauf. So, das Schaboxkraut, das wollte ich euch noch vorstellen. Also zu erkennen an den hufartigen Blättern. Ist ganz weich, sanft, ja. Und natürlich dann kommen die Blüten, die gelben Blüten. Daran ist es dann unverkennbar zu erkennen. Aber wenn es denn schon überall blüht, dann sollte man es nicht mehr ernten. Ja, wie gesagt, dann ist es vorbei mit dem Schaboxkraut in diesem Jahr und dann zum nächsten Frühling wieder. So, ihr Lieben, ja, ich denke, damit habe ich euch dann erstmal 5 gute, schöne und wichtige Pflanzen vorstellen können. Ich hoffe, es war euch Freude bereitet. Und war informativ und ja, ihr habt neue Infos für euch bekommen können. Und ansonsten stellt gerne Fragen in die Kommentare. Ich freue mich darüber und ja, wünsche euch einen wunderschönen und selbstbestimmten Tag. Eure Karin.